dritte Sportmesse im Landkreis Harz war erfolgreich. Probiere dich aus und schau, was andere Kinder und Jugendliche schon können. Die Sportmesse in der Wernigeröder Stadtfeldhalle lockte zahlreiche Eltern und Großeltern mit ihren Kindern an und die Vereine der Stadt animierten zum Mitmachen. Wir haben 2010 mit der COBA eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Da geht es um das Bildungs- und Teilhabepaket. Und in diesem Zusammenhang haben wir die Sportmessen organisiert. Bisher ist es die dritte Sportmesse im Landkreis. Als erstes führt man sie in Halberstadt durch, anschließend in Quedlinburg und heute in Wernigerode. Was wollen Sie damit erreichen? Wir möchten gerne mehr Kinder und Jugendliche in die Sportvereine bringen. Allein im Jahr 2013 wurden schon über 8000 Anträge zum Bildungs- und Teilhabepaket gestellt. Rund 10% davon betraf die finanzielle Unterstützung bei Vereinsmitgliedschaften. Alle Eltern, die Arbeitslosengeld II empfangen, Sozialhilfe, Wohngeldzuschuss oder Kindergeldzuschuss, die können diesen Antrag stellen. Der Antrag kann bei uns oder bei der COBA gestellt werden. Mitglieder der Sportvereine zeigten, was sie können. Sportarten wie Football, Cheerleading, Tischtennis, Boxen, Ringen, Kegeln und so weiter wurden in der Halle gezeigt. Wir sind der mitgliedstärkste Verein im Harzkreis. Wir haben 1400 Mitglieder. Wir haben schon gute Erfahrungen mit dem Bildungs- und Teilhabepaket gemacht. Wir haben seit vorhin Jahr einige Kinder als Mitglieder, die darüber ihren Mitgliedsbeitrag finanzieren können. Eine mit unserer größten Abteilung ist die Abteilung Cheerleading. Und da sind ungefähr so über 20 Kinder, die dieses nutzen können. Und dann sind noch einige Kinder in der Unihockey-Abteilung und auch in der Trendsport-Abteilung. Da haben wir zwei Kindertanzgruppen und da nutzen die Eltern das, dass die Kinder den Beitrag davon erstattet bekommen. Die Cheerleader boten Ausschnitte aus ihrem Programm. Der Spaß und die Freude an der Bewegung, das ist es, was die Mädchen und Jungen begeistert. Akrobatische Tanzeinlagen, gewagte Hebefiguren und menschliche Pyramiden. Sie haben es drauf. Doch was dahinter steht, ist harte Arbeit. Der Verein hatte in den vergangenen Jahren regen Zulauf und seine Türen stehen natürlich auch weiterhin für neue Mitglieder offen. Also uns gibt es seit 5 Jahren mittlerweile. Wir haben es geschafft, uns von 7 auf 150 Mitglieder mittlerweile zu steigern. Und mitmachen kann eigentlich jeder, egal ob Junge oder Mädchen. Wir haben Gruppen ab dem Laufen können, also eine Eltern-Kind-Gruppe, eine Vorschulgruppe. Und das geht dann über Kinder und Jugendliche bis in den Erwachsenenbereich. Wir haben Freizeitteams und auch Leistungsteams. Und die Leistungsteams, die starten auch auf Meisterschaften. Und mittlerweile von Jahr zu Jahr erfolgreicher. Also ein Treppenplatz war eigentlich fast immer drin. Ja, und wir versuchen uns weiter zu steigern. Seit diesem Jahr, seit dieser Saison haben wir eine eigene Trainingsstätte, den Dymatic Sports Club, wo halt ausschließlich wir trainieren und beste Bedingungen sozusagen haben, um unsere Sportart auszuüben und noch besser zu werden. Was war der letzte Erfolg? Das war bei den Harzer Cheer Open, die haben wir hier in Ilsenburg in der Harzlandhalle ausgerichtet. Selber waren wir damit Ausrichter und da haben wir viele erste, zweite Plätze gemacht. Ohne Eltern und engagierte Sponsoren hätten die Cheerleader nicht diese Erfolge erzielt. Im jetzt eigenen Vereinsdomizil werden neben vielen Trainingsstunden zum Beispiel auch Hausaufgaben erledigt. Ziel der Cheerleader ist die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften im Mai 2014. Eine Mutti, eine Cheermutti, die zwei Kinder hat, die bei den Dymatics trainieren. Und zwar einen großen Sohn, der ist 15 und die Antonia, die ist 12. Und sind beide voll drin und voll auf begeistert. Also ich muss sagen, das Besondere ist, was ich vorher so nicht erwartet hatte, dass eben verschiedene Elemente in dem Sport sind, also Turnen, Akrobatik, Krafttraining auch, was für meinen Sohn wichtig ist. Und der Teamgeist ist eben ganz fantastisch. Dass es ohne Team nicht funktioniert, das ist eben das Gute bei der Sache. Natürlich kamen auch die ganz Kleinen auf ihre Kosten. Die Sportjugend Harz war ebenfalls mit Spielgeräten vor Ort. Hier trainierten schon einmal künftige Vereinsmitglieder.
ein interessanter Vormittag und ein Erfolg für den Sport.